Hallo Leute, Amira ist jetzt schon seit über einem Jahr bei mir und seit Beginn an habe ich eigentlich jeden Tag ein Bild auf Instagram gepostet, um euch einfach auf dem Laufenden zu halten. Falls ihr meinen Instagram-Account noch nicht kennt, verlinke ich euch ihn in der Infobox und am Ende des Videos seht ihr auch nochmal den Namen. Und in dem heutigen Video wollte ich euch einfach meine Lieblingsbilder aus diesem Jahr zeigen. Das allererste Bild von Amira habe ich selber geschossen an dem ersten Tag, wo ich bei ihr war, auf der Fohlenweide. Es war einfach total schön, sie dort in der Herde zu sehen und ja, sie hat mich einfach gleich angesprochen, weil sie auf uns zugekommen ist und so menschenbezogen und zutraulich und alles war und einfach eine hübsche Stute ist. Das nächste Bild war dann das erste Mal, als sie bei mir im Stall war. Es war nach der Narkose, weil sie ja genäht werden musste und da war sie noch ein bisschen müde und alles und ich war da und habe aufgepasst, wie es ihr geht und sie stand da so in der Tür und ich fand es einfach schön und habe ein Bild gemacht und ich finde es einfach toll, wie man nur so die Umrisse sieht und draußen das schöne Wetter und alles und es war einfach ein toller Tag, auch wenn es leider blutig begonnen hat mit der Wunde, aber endlich war das Pferd bei mir und ich war total glücklich, dass es nicht schlimmer geworden ist. Dann habe ich noch einen USB-Stick von der Züchterin bekommen mit Fohlenbilder und alles und die habe ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also es gibt noch mehr Fohlenbilder auf meinem Account, falls ihr sie anschauen möchtet. Sie ist einfach total süß, so ein kleines Eselchen mit langen Ohren und lockig und alles und einfach total süß. Und das ist mein absolutes Lieblingsbild von ihr. Leider habe ich es nicht selber gemacht, sondern ist auch von der Züchterin, noch von der Fohlenweide. Aber ist einfach süß, sie in der Herde und total lockig und überall Schnee. Und ich finde einfach, das ist total gut getroffen und mein absolutes Lieblingsbild. Dann war auch Weihnachten, leider ohne Schnee, aber ich habe ihr ein Elchgeweihmütze aufgezogen und sie hat dann noch so schön den Hals gebogen und ja, ist einfach Weihnachten und ein schönes Bild geworden, genau. Hier sind wir auf der Weide am Kuscheln. Ja, ich finde es immer total toll, wenn ich auf die Weide komme, dann kommt sie mir entgegen und möchte gestreichelt werden und kuscheln und alles und ja, dann war mein Freund noch dabei und hat dieses Bild geschossen und ja, es war einfach total schön mit ihr da. Also es ist immer noch total schön mit ihr auf der Weide und ja, es ist so toll, wie verkuschelt sie ist einfach. Und wir haben auch viel Gelassenheitstraining gemacht. Ich finde es einfach toll, wie neugierig sie auf alles zugeht und sie guckt da auf dem Bild auch einfach total süß. Das war dann der erste Schnee bei uns am Stall und sie ist, hat sich total gefreut, ist halt mit der Nase durch den Schnee und hat dann hier so ein kleines Schneebärtchen und das Bild ist ein bisschen unscharf, aber ich fand es einfach total süß. Und hier saß ich zum ersten Mal auf ihr drauf, also sie ist immer noch nicht eingeritten, aber ich übe einfach schon mal mit ihr aufsteigen, damit sie keine Angst hat, wenn was über ihr ist. Und dann werden wir vielleicht Anfang nächsten Jahres richtig anfangen, wenn sie dann 4 Jahre alt ist. Aber dieses Bild ist einfach total schön. Die, wo mich geführt hat, also wo sie gehoben hat, hat halt versucht noch den Moment festzuhalten. Und es ist einfach wieder blauer Himmel und sie hat noch Locken. Und ich war total glücklich, mal auf Amira drauf zu sitzen. Und ja. Deswegen gehört das Bild auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbildern dazu. Dieses Bild ist auch einfach total genial. An dem Tag ist Viga gekommen. Die ist jetzt leider nicht mehr bei uns im Stall, aber alle standen da und haben geguckt, was ist das für ein Pferd. Und ja, Viga wurde auch total schnell in die Herde aufgenommen. Und es war auch eine gute Freundin von Amira. Schade, dass sie jetzt wieder weg ist, aber
war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Da stand sie auch total süß auf der Weide rum, so ein bisschen am Dösen. Und das hat mich einfach an dieses eine Fohlenbild, was ihr vorhin gesehen habt, erinnert. So fast dieselbe Pose irgendwie und es ist einfach total süß mit ihren Öhrchen. Hier ein Bild mit meinem Lieblings-Ethno-Halfter. Und sie guckt auch wieder total süß, deswegen gehört das Bild auch noch dazu. Hier eine Nahaufnahme, wenn ihr es vielleicht erkennen könnt, hat sie geschwungene, lockige Wimpern, was auch bei Curlys ganz üblich ist. Und einfach die Nahaufnahme ist auch voll schön von ihrem Auge. Deswegen gehört das auch mit hier rein. Dann noch ein Bild von meinem kleinen Quatschkopf. Ich habe viele süße Bilder von ihr und ja, das fand ich einfach auch total toll, wie sie da die Zunge so ein bisschen rausstreckt und ja, ist immer noch bei meinem Handy als Hintergrundbild drin, weil es mich einfach zum Lächeln bringt und sie so immer bei mir ist. Das Bild war an dem Tag, an dem Amira ihre erste komplette Dusche bekommen hat. Also sie hatte ganz am Anfang Angst vor dem Wasserschlauch oder allgemein nass zu werden und wir haben uns langsam daran getastet und da hat es dann endlich geklappt, komplett von Kopf bis Fuß alles nass gemacht und einschamponiert und gewaschen. Dazu habe ich auch ein Video, wie wir das geschafft haben, das verlinke ich einfach mal oben noch, falls es euch interessiert, schaut es euch einfach an. Hier noch ein sehr süßes Quatschbild. Ich hatte sie auf die Weide gebracht und sie ist nicht weggelaufen. Sie wollte irgendwie noch ein bisschen kuscheln und hat da so rüber geguckt. Und dann halt habe ich noch ein paar Bilder gemacht und sie streckt so wieder ein bisschen die Zunge raus und ist einfach süß. Das ist auch ein sehr süßes Bild. Ich habe angefangen, also nachdem wir auf dem Platz was gearbeitet haben, ihr die Fliegenhaube aufzuziehen. Und bevor ich dann noch das Halfter drüber machen konnte, hat sie angefangen, ihren Kopf zu schütteln. Und dann stand sie da so und hat gewartet, dass ich es wieder weg und mache oder halt richtig anziehe. Und es sieht einfach süß aus mit den vier Ohren. Genau, deswegen gehört es auch hier dazu. Dieses Bild ist zwar so optisch nicht unbedingt das Schönste, aber es bedeutet mir auch total viel, weil jetzt kurz bevor sie ein Jahr bei mir war, angefangen hat, sich vor mir auf dem Platz hinzulegen. Und mittlerweile schaffen wir es auch fast auf Kommando, dass sie sich hinlegt. Und das bedeutet mir eigentlich total viel. Also ich glaube, das bedeutet jedem viel, wenn so ein großes Fluchttier einfach sich für einen auf den Boden legt. Und das ist einfach total schön. Genau, dann kommen wir schon fast zum Schluss. Kurz vorm 11. September, wo wir eigentlich auf einen Rossmarkt gehen wollten zum Vorstellen, hat sie sich so ein paar schöne Macken irgendwie reingehauen. Und ja, leider ist es dann halt ins Wasser gefallen, weil ich sie so nicht vorstellen wollte. Aber sie guckt auf diesem Bild einfach total süß mit den Ohren nach vorne und ja, deswegen gehört das hier dazu. Und das letzte Bild, auch einfach grandios, wie sie da so in der Fußballerpose steht. Sie spielt total gerne Ball und es ist einfach süß anzugucken, wie sie das so macht. Genau, dann sind wir am Ende mit den 20 Bildern aus dem letzten Jahr und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinem Instagram-Account vorbeischaut und einfach abonniert und dabei bleibt, wie unsere weiteren Monate, Jahre so verlaufen. Auch wenn ihr mir hier ein Abo gebt und einen Daumen nach oben sowie nette Kommentare oder konstruktive Kritik, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!